Hallo und herzlich willkommen zurück bei One Piece Pirate Warriors. Wir haben jetzt hier nicht mehr so viel Zeit zu verlieren. Wir haben nur noch wenig. Verdammt. Wieso komme ich hier nicht durch? Ich wollte doch gerade zu Zorro. Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Und das gleich zu Beginn hier. Okay, wir müssen uns beeilen. Ich muss zu Zorro kommen. Innerhalb dieser Zeit. Komm, schnell. Komm, renne. Warum ist denn das Tor auf einmal zu, frage ich mich. Bringe das Schwert zu Zorro. Ich bin unterwegs. Schon. Verdammt. Wir können doch jetzt nicht schon versagen. Komm, renne. Renne so schnell wie noch nie. Jetzt ist das ja auch zu. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, wir schaffen es nicht. Wahrscheinlich hätte ich den Typen hier erstmal besiegen müssen. Niederlage. Das, die freuen sich alle. Na super. Ich freue mich nicht. Oh, die nerven mich gerade. Können die mal bitte damit aufhören? Game over. Und das gleich in der ersten Mission. Na geil. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, das Abenteuer beginnt von neuem. Weiter. Bestätigen, Segel setzen. Ach, herrje. Freunde der Sonne. Können wir das irgendwie überspringen? Nein, können wir nicht. Ja, doch. Ereignis überspringen. Ja, super, das ist nämlich mal. Ja, das Abenteuer hat schon längst begonnen. Ja. Überspringen. Okay, ich mag es auf Zeit einfach nicht. Kampf beginnen. Wir hatten ja nichts groß vorbereitet. Los geht es. So, jetzt wollen wir es aber richtig hinbekommen. Jetzt sind wir auch ein bisschen. Jetzt haben wir auch schon mal ein bisschen was von der Steuerung gelernt. Das ist. Oh Mann, ey. Wie konnte das nur passieren? Das ist ja peinlich. Naja. Sowas soll halt auch Missionsbeginn. Ich habe schon längst angefangen. Was wollt ihr denn von mir? Jetzt mach Ruhe hier. Jetzt ist er zum Glück noch nicht auf Zeit. So. Aber ich weiß halt echt nicht, wo lang oder wie das dann. Aber wahrscheinlich hätte ich einfach bloß diese Chefs besiegen müssen. Dann hätten sich die Tore wahrscheinlich geöffnet. Wie gesagt, ich habe noch nie. Ich habe die Vorgänger nicht gezockt. Von daher weiß ich. Sie gehen sicherlich davon aus, wenn man das dritte Game zockt. Den dritten Teil, dass man dann doch da schon ein bisschen Erfahrung hat, habe ich aber nicht. Schande über mein Haupt. Und jetzt wollen wir hier mal. Treffe ich die noch? Sehr gut, habe ich die doch alle erwischt. Ja, rennt ruhig zu euren Leuten. So. Und zack. So, die haben wir jetzt schon mal erledigt. Machen wir noch die Reste fertig hier. Wie die manchmal hier einfach irgendwo rumstehen und einfach nichts machen. Pfoten weg. So, jetzt machen wir das. Quatsch mal mit Zorro. Quatsch. Ah, ich muss überspringen. Das haben wir ja alles schon in der letzten Folge gesehen. Oh, weiter geht's. Mit die paar werden wir jetzt unsere Spezialattacke erstmal noch nicht einsetzen. So, die Kanone holen wir jetzt raus. Da. Das ist irgendwie aktuell meine Lieblingsattacke, weil wir dabei so viele treffen. Wurfattacke. Die Axt holen wir raus. Und weiter mit der Kanone.
So. Kanone. Ja, super. Haben wir nicht viele getroffen. Ach, ist das schön ohne Zeitdruck. Okay, Viereck und Kreis können wir auch gedrückt halten. Desto stärker sind die Attacken dann natürlich, verständlicherweise. Die hinter uns war doch noch länger, oder? Na? Triffst du uns nicht? Ist das dein Ernst? Und jetzt freust du dich, weil du uns nicht getroffen hast, oder was? Was? Ey, du bist doch doof. Ehrlich. Ach, sowas Blindes. Und sowas darf sich Marine schimpfen. So, die müssen wir doch auch so fertig bekommen. Ja, es geht doch. So, dann setzen wir jetzt mal unser Gum-Gum-Gewehr ein. Weiter geht's. Rückzug, kannst du vergessen, nichts mit Rückzug oder so. Gum-Gum-Regen. Ich glaube, ich weiß, Viereck, Viereck, Kreis. Dreieck, sehr geil. Okay, den merke ich mir auch. Sieht auch geil aus. 500 K.O.s. Viereck, Viereck, Dreieck. Gum-Gum-Regen. Oh, das ist so geil. Zack. So, Dreieck, Dreieck, Viereck. Okay, schaut auch nicht schlecht aus. Ja, ihr könnt mal mitkommen. Ich will mal dahinter zur Torwache. So, und hier, die nehmen wir jetzt alle mit. Gum-Gum-Gewehr! 60 K.O.s. Holen wir die Axt noch hinterher. Ja, genau, jetzt ist das Tor aufgegangen. Okay, gut. Ich war ein bisschen blöde, hat gedauert, bis ich das Prinzip verstanden habe, aber was eigentlich total simpel ist, aber soll es halt auch mal geben. Da steine ich halt auf den Schlauch. So, seid ihr alle fertig? Ah, da ist was. Oh, da haut er sich hin. Da will ich mich um den kümmern und da haut er sich hin. Ja, das wissen wir. So. Das hier braucht man für die Schwerter. Ich nehme das auch schon mal. So, ich möchte mich aber wieder zu der Diebin, deren Namen wir natürlich noch überhaupt nicht wissen. Zu der möchte ich mich dann natürlich noch gesellen. Los, komm schon. Wir müssen die Kommandanten besiegen. Regen los! Dahin kann er nicht ausweichen. Zack, 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 so. Noch ist es nicht aufgetaucht. Ja, jetzt redet sie gerade. Okay. Das schaffen. Okay, jetzt bewegen wir uns mal noch mal fix zurück. Das ist aber was anderes. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Der blaue Punkt ist jetzt gerade Nami. Die Unbekannte. Die Unbekannte. Komm, komm, Regen. So, den machen wir jetzt hier noch fix fertig. So, okay. Schatzereignis geschafft. Das haben wir in der letzten Folge auch schon gesehen. Doch, ich will das überspringen. Dankeschön. So. Und jetzt zurück. Wir müssen da diese drei Kommandanten noch besiegen. Und uns zu Zorro durchkämpfen. Und für euch habe ich gerade keine Zeit. Hallo. Damaso. Holen wir erstmal einen Gum-Gum-Regen raus. Und weil ihr alle hier so schön steht, kriegt ihr gleich alle auf die Nase. So, Levelaufstieg, so gefällt mir das doch. 44 K.O.s.
Das läuft. Komm, komm, Regen. Ey. Dumm-Dumm-Regen gesagt. Ach, verdammt, ich hab's zu früh gedrückt. Wie viel Zeit haben wir noch? So viel Zeit haben wir leider nicht mehr. 1000 K.O.s. Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir es aber geschafft und jetzt können die mir echt gestohlen bleiben, hier alle. Wir drehen so, aber ein Abschiedsgeschenk habe ich trotzdem noch für euch, bei so vielen Gegnern. Hahaha. 227 K.O.s. Ja, nee, ist klar. Und da ist er jetzt nicht offen, ne? Wir müssen ja außen rum, müssen wir nämlich. So, die Gegner haben wir schon alle hinter uns gelassen. Jetzt hier rechts, bitte lass es hier rechts jetzt offen sein. Ja, hier rechts ist offen, sehr gut. Und jetzt ist links offen. Jetzt ist links offen. Ja, links ist offen. Ab zu Zorro. Los. Oh, wir haben es geschafft. Warum ich mich da in der letzten, also zu Beginn so dumm angestellt habe. Lolo no Azoru. Sama no tsuyosa nado. Ore no kenryoku no mae ni wa kasu douzen da. Kamaero. Ore wa konna tokoro de shinu wake ni wa ikanai nda. Aitsu no bun made tsuyoku nari. Eine gute Wahl. Jawohl, ja. Ich frage es, wo ist er? Ach, da ist er noch. Grüße. Zorro wurde befreit, das ist gut. Einen Kizuna-Angriff ausführen. Wenn du Gegnern Schaden zufügst, füllt sich die Kizuna-Leiste auf. Bis sie voll steigt, dein Kizuna-Level. Ist dein Kizuna Level 2 oder mehr und du drückst erneut die Angriffstaste nach einem Power-Angriff, so erscheint deine Crew und greift mit an. Okay. Dann muss ich jetzt mal kurz einen Moment. Also das Kizuna holen wir jetzt. Okay, wir bekommen das irgendwie hin. Kizuna Rush. Ah, aktivieren mit R2. Okay, gut, klar. Jetzt aber noch nicht. Ah, wir müssen das erst. Na klar, wir müssen das erst füllen. Auf Level 2 müssen wir da sein. Das haben wir gleich. So. Ah, okay, jetzt habe ich es gecheckt. Sehr, sehr geil. Das ist einfach der Wahnsinn, ist das. So, euch erwische ich hiermit. Zack. Dann haben wir noch mehr von diesen Freunden hier. Und. Es ist einfach nur episch. Aua, aua, aua.
Mission erfolgreich, sehr schön. Wenn dein Kizuna-Level steigt, werden auch deine Kizuna-Angriffe stärker. Die mit Viereck und Dreieck ausgelöste Kizuna-Angriffe unterscheiden sich je nach Charakter. Passe deine Taktik an, um das meiste aus deinen Charakteren herauszuholen. Ich versuch's. Die Bedingungen haben sich geändert. Okay. Solange Kiakin Zeitgedöns dazu kommt, morgen ist aufgetaucht. Ich will die nicht unterbrechen, wenn die da was sagen. Besiege Marine, Kommandant. So. Ah, falsch. Da muss er doch. Ist wieder ein Fragezeichen aufgetaucht. Wie kommt man denn da jetzt hin? Müsste hier rein. Wahrscheinlich müssen wir dafür erstmal den Marinekommandanten besiegen. Dann öffne sich denn jemand die Tore? Jawohl, ja. Ja, jetzt ist es offen. Komm rein. Ne, Basen, um euch geht's nicht. Euch geht's hier, oder? Um Himmels Willen, ey, hier ist Party angesagt. Nicht das Ereignis. Zum Glück haben wir gerade keinen Zeitdruck. Seid ihr das Ereignis oder was? Auch nicht? Ich besiege es einfach erstmal einfach hier alle. Ich glaube, da fahren wir jetzt, das ist dann nicht so verkehrt. Ich habe aber immer noch das Gefühl, dass ich hier immer noch irgendwas verpasse. Jawoll, ja. 128 K.O.s. Levelaufstieg. Fertig! So, jetzt haben wir doch hier alle besiegt. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Können wir jetzt hier hoch? Nee. Die Statue war es auch nicht. Hier was? Ich bin gerade ein wenig überfordert. Ah, hier euch haben wir auch noch. Vielleicht müssen wir euch noch fix erledigen. Basis eingenommen. Ich weiß es nicht. Es tut mir jetzt auch leid, aber ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, was wir da jetzt machen sollen. Wir werden uns jetzt einfach um den Morgen kümmern. Oh, da konnte man mal kurz durch die Wand gucken. Ich
wie ihr immer in den Ecken steht, ey, ihr kleinen Feiglinge, ey. So. Haben wir jetzt noch die Kiste hier und jetzt kümmern wir uns mal noch um den Morgen. Können wir kaputt machen. Ah, oh, schade. So. Sobald ein Gegner seinen Angriff unterbricht, erscheint ein Schocksymbol. Wenn das passiert, greift schnell mit Kombos an, um ihn zu betäuben, sodass er die Deckung fallen lässt. Oh, hallo! Gucken wir, ob wir ihn hiermit schon mal ein bisschen scharf zufügen können. Ja, das sieht doch gut aus. So, wir kümmern uns schon mal ein bisschen um ihn. Ich muss ausweichen. Wenn dein Kizuna-Level auf maximal steht, drücke R2, um den Kizuna-Rush zu aktivieren. Ich drücke doch die ganze Zeit R2. Während des Kizuna-Rush werden deine normalen Kizuna-Angriffe zu Combo-Angriffen aufgepowert. Wenn du während des Kizuna-Rush Kreis drückst, kannst du außerdem eine mächtige Kizuna-Spezialattacke ausführen. Ist es wohl ab jetzt möglich, oder? Ah, okay. Setz mal die ultimative Attacke ein. Ja, ist das geil. Sehr, sehr geil. Okay, dann weiß ich aber, dass ich auch nichts verpasst habe. Weil ich habe die ganze Zeit immer wieder versucht, R2 zu drücken, um das zu aktivieren, wie es ja eben in dieser Beschreibung steht. Aber dann ging es einfach aktuell noch nicht und hat sich noch nicht freigeschaltet gehabt. Das muss man mir doch mal eher sagen. Ich dachte, ich bin hier einfach so blöd dafür, aber ich weiß es nicht. Ich konnte nicht mal was dafür. Er liegt da. Angriff. Jetzt liegt er nicht mehr da. Jetzt mal Ruhe hier. Jetzt kann man angreifen. ルフィたちがモーガンを倒したことにより、シェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海軍に町から追い出されることになる。実質、町を救ってもらったことには一度感謝している。しかし君ら海賊を前にして、即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し、本部への連絡は避ける。 じゃ、行くか、ゾロ。ルフィさん。君も仲間じゃないのか。え？僕は彼らの。待ちたまえ、君たち。本当かね？俺、こいつが今まで何やってたか知ってるよ。ルフィさん、まさか。 とんでもなく悪いアルビだって海賊がいたんだけど、こいつ2年間もそこで。やめてください。やったな、この野郎。やめたまえ。君らが仲間じゃないことはよくわかった。今すぐこの町を去りなさい。わざとか。 わざと僕にけしかけて殴らせてまた頼ってしまった。僕はバカか。僕を彼
海軍に入れてください。なんだって喜んでやります。海兵になるためなら。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。まずは素性を調べて。僕は海軍将校になる男です。海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。入隊を許可する。大した猿芝居だったな。あれじゃバレてもおかしくねえぞ。あとはコビーが何とかするさ。ルフィさん、ありがとうございました。このご恩は一生忘れません。また会おうな、コビー。Ach ja, und damit haben wir es jetzt geschafft. Wir haben zwar das erste Mal versagt, aber dann hat es doch recht gut funktioniert. Gesamtbewertung S. Abschlusszeit 14 Minuten 46 Sekunden. Ja, besiegte Gegner 3052. Kann man mal machen, würde ich mal sagen. Damit würde ich auch diese Folge jetzt hier beenden. Bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder eintauchen in die Welt von One Piece. Und diesmal nicht nur mit Ruffy, sondern dann auch mit Zorro. Bis dann.